So, hallo, wir machen weiter. Bei Koila Mario, das letzte Mal haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Wir sind fast am Ende in diesem Raum gelandet. Ach ja, wir haben ein tolles Wort eingegeben. Und können jetzt hier klettern. Und er hat gesagt, der nächste Raum wird ein Krampf. Das gefällt mir nicht. Ah ja. Das hätte mir tatsächlich nichts gebracht, hier zu landen. Du bist doof. Ich bin doof. Warum bin ich jetzt schon wieder doof? Das hat man den blöden Röhrenraum oder Röhrenlevel, ja, oder was das war. Aber jetzt kommt eine Krampfsache. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Oh Gott. Also mach ich schon mal Slow-Mo an, ja? Ja, du machst sowas von Slow-Mo an. Okay. Ich lasse die Tastatur. Du lässt doch sowas mal die Tastatur. Oh nein, ich sehe. Ach, komm schon. Es musste getan werden. Ich spiele es gerade selbst parallel mit, also du leidest nicht alleine. Oh Gott, fuck. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Ich bin gerade gar nicht sogar. Ich bin gerade gar nicht so unweit. Sogar. Jetzt gucke ich mir erstmal an, ob ich das nicht breaken kann. Was will ich mit dem V-Switch am Ende tun, ist die Frage. Ich glaube, das kannst du nicht breaken. Ach, ich hab's wieder entschärft, den Raum. Er ist sehr freundlich geworden. Also nicht sehr freundlich. Ich will hier einfach am Ende drüber. Ja, ich hab ihn entschärft, den Raum. Früher konnte man da, von wo du gerade abgestanden bist, nicht stehen. Okay. Das hat das Ganze noch zu einem viel größeren Krampf gemacht. Wow. Geil, ist schon hängen. Oh Gott. Ich hasse dich ja schon gerade nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen, das freut mich. Es ist halt sein Ernst. Es ist halt wirklich mein Ernst. Wenn was ich probieren könnte. Warte, ich hab's gerade geschafft übrigens, Conan. Hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, runter. Nee, das kann ich mir nicht merken. Also ich hab's gerade in 3 Minuten geschafft oder so, also. Du bist ja auch du. Ich weiß, ich habe den Hack auch gebaut, ich muss es schnell schaffen können, bla bla bla. Aber immerhin ist es getestet. Aber wie soll ich das nach oben lenken und dann mich nicht dabei bewegen? Ich muss doch hier gegenstücken und so. Es geht. Gott. Es geht wirklich. Verstehe ich alles. Wie könnte ich mir das nur breaken? Ich weiß es nicht. Das kriegst du nicht gebreakt. Ich krieg die Coin halt nicht eine Münze hoch. Wobei, doch, du kriegst echt gebreakt. Scheiße. Also du vielleicht nicht, weil du vielleicht zu doof bist, das zu sehen, aber... Ich glaube, ich muss mir was überlegen, wie kann ich das am besten fixen. Ich kann mir schon mal keine Disco to go bauen. Ich kann mir auch den P-Switch mit dem P-Switch-Ständen keinen P-Switch-Jump machen oder so einen Scheiß. Das dürfte nicht hinhauen. Kommt auch kein Protobo aus der Lava, der mir hilft.
Ich habe eine Idee, wie ich den Break fixen kann. Also ich weiß nicht, wie das gebreakt werden kann. Ich weiß es, wie es jetzt nicht mehr gebreakt werden kann. Okay. Beim P-Switch, das kommt, da komme ich nicht mehr ansatzweise bis da. Soll ich in der Vollständigkeit halber sagen, den Break? Ja, meinetwegen. Du darfst ihn jetzt halt dann nicht anwenden. Ich sehe ihn ja eh nicht. Also, der Break wäre folgender. Du aktivierst die Coin Snake. Und hast dann halt so ein Momentum gerade auf der Disco Shell, dass sie dich wieder zurück nach links auf die Ledge transportiert und von da kannst du dann bequem die Coin Snake lenken. Und ja, das geht und es ist sogar relativ einfach. Das habe ich ja vorhin überlegt, ob ich... Dann lenkst du sie halt blind. Das ist doch kein Break, deswegen habe ich auch vorhin überlegt, ob ich sie mir merken kann, wie die läuft, aber nein, danke. Das kann man sich problemlos merken. Das sind mir zu viele Irrungen und Wirrungen. Das ist aber eine Idee. Ich löse das mit dem P-Switch aus. Das habe ich nicht gemacht. Das darf ich ihn halt nur nicht. Ja genau. Und der Break geht jetzt halt nicht mehr, ne? Ach so. Wie geht denn? Wieso geht? Was hast du geändert? Da ist jetzt ein riesiger Stachel. Okay. Gut, ich habe es jetzt trotzdem so gestartet. Es tut mir leid. Was, indem du mit dem P-Switch gegengeworfen hast, oder was? Nee, indem ich mich kurz darüber gestellt habe und die ersten vier Reihen nach oben abgewartet habe. Ach man, das ist die schwerste Stelle eigentlich. Ja, eben. Gerade geht's nämlich wieder, weil ich jetzt hier einen guten Aber Lauf an sich habe. Ist die ganze Stelle jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Also. So, das war's. Ja, mit dem Mini-Break am Anfang. Das ist ja kein Break eigentlich. Eigentlich schon. Gottes Willen, allein die Idee. Bin gerade echt froh, dass das mit dem P-Switch funktioniert, den so zu drücken. Das hätte auch funktioniert, ohne das mit dem P-Switch zu machen, also. Oh, danke, dass das hier kein Stundenpart wird. Ich habe mich schon in einer Stunde immer noch hier sitzen sehen. Wir wechseln wieder auf den Controller zurück. Ah, im nächsten Raum kannst du sogar schaffen. Nee, jetzt ernsthaft. Davon bin ich überzeugt. Den übernächsten vielleicht eher nicht. Danach kommen noch ein paar schwere Räume. Ist das wieder so ein Zwischenraum? Ist so ein Puzzleraum. Tja, da bist du überfordert. Hä? Da bist du überfordert. Aber es muss ja ein Puzzle sein, was ich schon kenne, oder was? Also wie du jetzt durch den Boden klippst, kannst du... Wurde bis jetzt noch nicht im Heck gefordert. Aber ist eine ganz lustige Sache. Ja, das mit der Treppe wieder hier zu tun, oder... den Elevator-Dingern? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nur Deko. Wahrscheinlich eher damit. Kannst du darüber nachdenken, womit es zu tun hat? Ja, mit dem Notenblock halt. Aua! In die Wand habe ich mich schon mal glitschen können. Ja, leider nicht durch die Wand. Abgesehen davon, selbst wenn du in der Wand wärst, wirst du in SMW immer nach links gedrückt von einer Wand. Das weiß man doch. Aber mit dem Koopa hat's noch nichts zu tun, oder? Der kommt erst später. Der Koopa kommt erst später. Also hat's nur was mit den Blöcken hier zu tun? Ja. Wie fixiert du auf diesen roten Block bist? Ist super. Mach weiter. Jetzt geht's nur mit dem roten, oder was? Hat der Notenblock noch gar keine Bewandtnis? Der Notenblock hat schon eine Bewandtnis. Aber wie du bereits weißt, ist die Bewandtnis von vielen Objekten in diesem Hack dich zu verwirren. Ja, ja. Aber der rote Block ist danach auch nur da, um mich zu verwirren. Vielleicht. Hast du doch nur die Rolltreppe. Vielleicht ist die Rolltreppe auch nur da, um dich zu verwirren.
Vielleicht ist der Cooper auch nur da, um dich zu verwirren. Vielleicht ist der ganze Raum nur da, um dich zu verwirren. Vielleicht ist der ganze Raum ja fake. Ja, eigentlich würde der. Und im letzten Raum gab es eine P-Switch-Tür. Richtig. Oh mein Gott, das ist eigentlich aber eine gute Idee, das hätte ich einbauen müssen. Naja, das, wenn man es aber merkt, spart man sich den kompletten Raum. Oh. Okay. Small. Ich füge jetzt eine kleine Tür ein. Ja, aber die führt dann natürlich woanders hin. Ja klar, in Raum 3, wie immer. Ja, aber das ist ja dann wieder langweilig. Nö. Damit ärgerst du ja niemanden. Doch. Nein, die Leute sehen doch, was sie machen müssen. Die denken sich doch nicht, dass das plötzlich alles nur Fake ist. Aber sie haben kurz einen Hoffnungsschimmer, dass sie es doch nicht machen müssen. Hätte ich nicht gehabt, glaube ich. Ja, und was mache ich jetzt hier? Fun Fact, in der Höhle, in der man unter anderem das mit dem Sterntimer machen musste und auf diesen roten Blöcken da hin und her springen, in der war es ursprünglich geplant, dass man das mit den roten Blöcken hin und her springen überspringen kann und einfach nur einen P-Switch-Jump in die Röhre darüber machen muss. Du hast hoffentlich nicht nochmal eingebaut, dass man sich von so einem blöden Block durch so eine Treppe drücken müssen. Das hätte ich eigentlich nochmal einbauen müssen, einfach nur das Prinzip, damit du wieder eine Stunde darum probierst. Aber nein, habe ich nicht. Hier ist ja auch überhaupt kein Bock auf Layer 2, wie dir vielleicht auffallen könnte, weil Layer 2 im Hintergrund ist. Ich finde das lustig, wie er von diesem Treppen runterläuft. Ups. Ah, jetzt nicht. Aber jetzt gleich. Oder auch nicht. Ups, jetzt. Ja, sehr unterhaltsam. Ne? Aber soll ich hier einfach irgendwie so einen Spin-Jump da in die Ecke oder sowas? Wenn das geht, wäre das geil. Das geht wohl nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es geht. Dann sag doch mal, was ich machen soll, anstatt mich hier wieder auf diesen Fall zu spannen. Eigentlich ist es völlig offensichtlich. Ich hab. Ja, ich kann hier. Hier ist nicht so viel, Conan. Ja, das sehe ich auch. Ach so. Siehste, war jetzt nicht so schwer. Das ist ja wie im Geisterhaus. Ist nicht wie im Geisterhaus. Doch, das ist so durchsichtig und man kann aber oben drauf rumlaufen. Das ist so eine. So mit dem eine Unterschied, dass das hier. Oder welchen Block meinst du? Ja, den da. Das ist wie im Geisterhaus diese Brückenteile. Wo du an der Seite vorbeilaufen kannst, aber sie sind oben offen. Ach so, ja. Oder alternativ auch einfach wie die Wolke, das Rope, die Ledge und eigentlich alles zum Spiel. Ja, richtig. Ja, richtig. Es gibt eigentlich nur drei Arten von. Na, vier Arten von Blöcken in dem Spiel. Yoshi ist doch einmal, fake. Einmal die, durch die du einfach komplett durchgehen kannst. Die nur oben solide sind. Die komplett solide sind und die dich verletzen. Oh nein. Erinnerst du dich noch daran? Ja, das Monster. Das Monster. Hey, da ist ein Pilz runtergefallen. Hey, da ist ja ein Pilz runtergefallen. Was? Welcher Pilz? Ich sehe da keinen Pilz. Der da. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Mach mal einen Screenshot und mach einen roten Kreis darum, mach drei Pfeile drauf und pack das in Thumbnail. Vielleicht sehe ich es ja dann. Halt die Klappe. Oh. Ah, Moment, zu Yoshi komme ich genauso. Oh mein Gott. Ach, so ist ja voll langweilig. Wieso? Ja, ich habe das immer von der Ledge an gemacht und musste dann um den Spike so rumspringen. Also nicht, dass das sonderlich schwer wäre oder so. Ach so, du meinst von oben runter. Ja, gut. Ja, von oben runter. Aber jetzt muss ich Yoshi mit dem kleinen Cooper füttern immer wieder. Mit der Shell kann ich ihn ja nicht füttern. Vielleicht. Ja gut, das ist jetzt ja auch nicht das Problem. Gut. Was mache ich, wenn er groß ist? Also ich will, da hinten ist ja der Pilz dann. Aber ich brauche für Bilingua brauche ich doch mehr. Was soll ich mit dem Pilz überhaupt? Was willst du von mir? Eigentlich ist es völlig offensichtlich. Willst, dass ich den Notenblock dupliziere. Genau, ich will, dass du den Notenblock bis zur Tür.
bis zur Tür, genau. Das ist die eigentliche Lösung. Und das funktioniert auch sicherlich, weil du auch total weißt, wie man nur Umblöcke nach unten zieht. Ja, ich weiß, dass das nicht geht. Ach, jetzt. So. Aber ich brauche doch zwei Items zum Essen. Und eins zum Treffen lassen. Ja. Aber ich habe hier doch nur den Pilz. Und den Pilz müsste ich jetzt ja vor allem duplizieren, um ihn. Ich habe ja nur einmal jetzt den Pilz. Ach nee, ich muss mich ja nur treffen lassen. Ja. Jetzt ist er weg. Oh shit, hätte ich ihn noch nicht reinladen dürfen. Nee, der verschwindet nicht. Der spawnt immer wieder. Oh Gott, wie soll ich da rankommen? Oh. Ihn mit Yoshi essen? Yoshi kommt wieder, wenn ich ihn fallen lasse. Das ist tatsächlich nicht die Lösung, an die ich gedacht habe, aber sie ist mega awesome. Lol, okay. Also ja, mach's ruhig. Aber es geht auch ohne Yoshi zu töten. Tatsächlich. Gut. Na, falsche Richtung. So. Super. Scheiß Kammer geht von selbst wieder da zurück, ey. Ich weiß noch nicht genau. Alter. Lass mir das mit dem Controller. Dann spiel halt nicht mit Controller. Pfe? Nee. So. Wie oft wechsle ich eigentlich in dem Part? In dem Part sag ich schon, in der Aufnahme. Ich wechsle doch zigmal. Aber wie mache ich das denn am blödsten? Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Was? Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Was funktioniert hinten und vorne nicht? Den Pilz da einzusammeln. Natürlich funktioniert das. Halt nicht. Hast du schon mal was von L und R gehört? Ja, das drücke ich doch die ganze Zeit. Ah, echt? Ja, okay. Siehst du? Und das würde sogar noch funktionieren, wenn du mit Yoshi in der Luft dann umdrehst und wieder auf der Plattform landen kannst. Okay. Es wird übrigens ein Spaß, jetzt da wieder zu Yoshi zu kommen. Warum? Na gut. Ja, keine Ahnung, ist halt ein bisschen doof gedockt zu spenden. Okay, gut, ich sehe das geschafft. Problem. Ja, danke schön. Ja. Du bist Colin, du bist ganz toll in SMP. Hab ich überhaupt nicht gesagt. Wer? Ich weiß trotzdem noch nicht, womit ich jetzt Bilingual machen soll. Ich muss das mit dem Pilz jetzt nochmal machen, oder? Nee, ich hab doch jetzt schon genutzt, der kommt doch nicht wieder. Was meinst du machen? Ich brauch doch noch ein Item in der Box, oder nicht? Wozu brauchst du ein Item in der Box? Ich brauch nur eine Statusänderung, oder was? Du brauchst eine Statusänderung, klar. Ja, okay, also werde ich klein. Dann brauchst du ein Item, das auf Yoshis Zunge sein kann, etwas, was von Yoshi runterlockt und etwas, was du auf Yoshis Zunge nehmen kannst und essen kannst. All diese Sachen hast du jetzt gerade nicht, aber du kannst sie dir erzeugen. Es ist nicht schwer. Ja, ich habe eine Shell und einen Koopa. Und Yoshi. Und einen großen Mario. Und einen Stachel. Denn mit dem Stachel kann ich nichts anfangen. Sicher? Vom Stachel kann ich mich treffen lassen. Richtig. Aber nicht, dass er dich von Yoshi runterlockt, sondern dass es eine Statusänderung bewirkt. Ja, halt von der Seite ranlaufen. Ja, richtig. Also mit Yoshi erstmal da hoch. Und der Koopa will hinterher.
Komm her. Flieg. Oh. Yes. Das war eine interessante Flugkurve. Oh, scheiße. War es wieder da. Jetzt muss ich nur so Anlauf nehmen, dass der nicht verschwindet. Geil. Scheiße. Ah, es geht. Okay. Jetzt muss ich allerdings... Oh, warte, muss ich das von hier aus machen vielleicht? Nein. Was versuchst du eigentlich gerade? Ja, so würde man jetzt Bilingual ansetzen. Dass, wenn er getroffen wird, die Zunge ausfahren. Oh nein, was braucht man für Bilingual? Ja, das weiß ich schon, dass es so noch nicht geht. Ich will gucken, ob ich so überhaupt die Situation hinkriegen würde. Ja, ja, würdest du. Okay, das ist gut. Du kannst ja aber genauso gut von links erzeugen. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum du jetzt von rechts ran gehst. Ach so, ja, okay, das stimmt. Oh. Conan, was braucht man für Bilingual? Ich brauche immer noch ein Persistent-Item, was dann bei Yoshi bleibt, ne? Du brauchst ein Persistent-Item? Was ist das Persistent-Item in dem Fall? Ja, eigentlich die Shell. Richtig, gut. Was brauchst du noch? Ja, ein Item, wo ich ein Gegner, wo ich mich nachher treffen lassen kann, wenn ich das im Mund habe. Richtig, welcher ist das? Ja, an sich der Koopa, aber ich brauche auch noch was, wo ich zusätzlich essen kann. Und was ist das? Das weiß ich noch nicht. Soll ich dir sagen? Ja, auch ein Koopa. Auch ein Koopa? Ein zweiter Koopa. Ja, macht er halt einen zweiten Koopa. Ah. Du kennst den Glitch. Jetzt war ich schon zu froh, dass ich den hier hochgeworfen habe, aber der ist ja dann gerade etwas ungünstig. Ja, geh halt nicht gleich wieder rein. Komm, geh erstmal darüber, bitte. Na? Flugkurve wie vorn. Oh. Krieg ich. Oh! Nice, aber nicht ganz das, was ich wollte. Weil ich dabei getroffen wurde. Na komm schon, geh rüber. Sonst muss ich es halt nach. Muss ich es halt machen, wenn ich hier Stress habe. Na gut, das geht eigentlich sogar. Ach Moment, so ging das ja gar nicht. Was mache ich denn für einen Quatsch? Ich muss das ja... Oh wait, ich muss das ja ganz anders machen. Das wäre ja praktisch... Ja, toll. Ach, es wäre echt besser, wenn er weg wäre. Für einen Moment. Gehen Sie mal hierher. Dann halt noch... Ah, Moment, das passt eigentlich sogar. Wenn ich Glück habe... ja, und dann noch drauf springen. Das könnte funktionieren. Und wie weit bist du? Ah. Ich versuche gerade noch die Shell zu extrahieren, erstmal, damit ich hier in Ruhe den Glitch machen kann. Das will nur noch nicht so ganz, wie ich will. Was machst du? Ich versuche. Ach, scheiße, jetzt ist er ganz weg. Ich wollte ihn ein bisschen nur in die andere Lücke packen, weil es halt ein bisschen umständlich ist, das zu machen, während er da ist. Aber es haut nicht so hin. Ich verstehe. Ich das möchte. Ja, okay, jetzt geht's auch.
Ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil ich gleich in die Stachel reinlaufe, aber hey. Und vor allem, ich sehe schon kommen, dass ich mit dem Rausspucken der Shell den anderen Cooper töte. Ach komm schon, das ist doch fast drin. Oh, shit. Shit, der kommt schon. Böser Cooper, geh weg. Das ist doch kacke. Nee, das haut hier nicht hin. Ich muss die nochmal essen. Aber es ist halt hier drüben. Jetzt kommt er schon wieder. Geh doch weg. Warum isst er den denn nicht richtig? Das ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja, ja, genau. Ich wusste es. Das wird jetzt übrigens ein bisschen ekelhaft, wenn du das jetzt so versuchst. Ach, wirklich? Denn, ich werde es dir mal so sagen. Denn, so wie du es gerade machst, wirst du beide Koopas links vom mittleren Stachel haben. Du willst aber eigentlich einen rechts vom mittleren Stachel und einen links davon haben. Ja, deswegen wollte ich den einen ja so rüber extrahieren. Ja. Ich sag's ja nur. Kann ich alles noch koordinieren? Wenn du das kannst, ist das schön. Vielleicht. Ja, es war klar. Ach, du bist ein Scheißvieh, bist du. Moment, dann mache ich es doch einfach hier drüben. Da habe ich doch Ruhe und Gelassenheit. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Bleib hier. Gut. Sollst nur landen, ohne die Shell zu töten. Und mich. Was ist das denn für ein Sch... Ach Gott sei Dank. Komm, das muss doch jetzt passen. Ach komm schon. War es echt zu langsam? Ja, der Glitch ist tatsächlich komisch. Ah, nice. Jetzt darf er nicht in die Shell rennen. Warum nicht? Ja, gut. Kann ich wieder raus extrahieren? Ja, ja, gut, ich sehe, was du meinst. Das macht's halt ein bisschen doof. Muss halt nur ordentlich passen. Geordnet. Scheiße. Mir halt die Shell jetzt, du Arsch. Naja, oder? Ich nehm's gleich so, wie es ist. Wenn du das hinkriegst, wäre das schön. Und mach in der Ecke Bilingua. Dann mach. Oh ja, kannst du schaffen. Ja, das schaffst du. Schön. Schön, schön.
Ach, kriegst du einen. Du solltest schon den auf deine Zunge holen. Das kriegst du einen. Erst sich umdrehen, wenn die Zunge weit genug draußen ist. Ne, der ist den zu schnell, der ist noch nicht da. Ja, ich hätte ein bisschen warten müssen noch. Ja gut, aber das ist jetzt ja nicht weiter schlimm. Ja. Wo musste ich das aussprungen? Irgendwo hier, ne? So, das ist halt eine der Plattformen, ja. Und das Ding muss jetzt halt was spawnen. Das musste in der Luft sein, ne? Ja. Glaube ich. Also ja, irgendwie. So in der Luft, dass es halt nicht direkt in die Lava fällt am besten. Ja. Stimmt, das braucht es halt. Und es muss halt was ausspucken. Dieses Ding ist ja so wie eine Shell mit Augen. Hm. Dann kam da so ein Monster auf einmal hoch. Okay, so nicht. Wie habe ich das denn gemacht bei das eine Mal? Ich glaube, es liegt nicht daran, wie weit du es in der Luft ausspuckst, sondern es liegt daran, wann du es ausspuckst, einfach grundsätzlich. Echt? Und du solltest es unbedingt so ausspucken, dass es... Da wäre es gewesen. Alter, wie mich das schon wieder erschreckt, diese Scheißvieh. Alter, dann, vor allem, dann kommt es auch noch aus der Lava so raus, weißt du? Warte noch ein bisschen, bevor du es ausspuckst. Es hat gepasst vorhin, ich hab's nur wieder verkackt. Ja, warte noch ein bisschen. Was machst du da überhaupt? Wie hab ich das denn vorhin gemacht, dass es gepasst hat? Ja, warte noch ein bisschen. Oder spuck's direkt aus. Eins von beiden ist es. Ja, dann warte. Wenn's so nicht klappt. Gerade kam's doch hoch, verdammt, was hab ich getan? Connor, du musst dich nicht umdrehen, du musst einfach nur warten. Warte doch einfach. Alter. Hey, kommt es nur einmal? Natürlich kommt es nur einmal. Ach so. Ja, scheiße. Warte einfach ein bisschen. So, jetzt müsste es früher rauskommen. Siehst du? Alter, aus der Lava steigt es empor. Oh nein! Ich bin immer ohne Yoshi durch die Tür gegangen. Brauche ich den Schlüssel später? Denn ich habe einen Yoshi dabei. Das ist interessant, das so zu machen. Tschüss. Das Problem ist, ich kann den Yoshi nicht... Aber ja, du brauchst einen Schlüssel. Das Problem ist, ich kann den Yoshi nicht so mitnehmen wie den Schlüssel, also muss ich den Schlüssel... Genau. Ach nö, Mann. Och nö. Aber da haben wir damals schon den Part beendet, dann beenden wir hier auch den Part. Danke fürs Zuschauen. Du musst Yoshi nicht mitnehmen, ne? Ich sag's so. Und ja. Und tschüss. Ja. Tschüss.